Hallihallo, Hallöchen, heute zeige ich euch einen weiteren Trick bzw. zwei weitere Tricks mit zwei Diabolos. Legen wir los. Als erstes zeige ich euch, wie man zwei Diabolos ums Bein spielt. Diabolos andrehen. Wie das funktioniert und auch wie man die Diabolos korrigiert, erkläre ich in einem anderen Video von mir. Schaut euch das doch gerne an. Es gibt zwei Methoden, um zwei Diabolos ums Bein zu spielen. Die erste geht wie folgt. Ihr lasst die Diabolos einfach umeinander kreisen und stellt euch auf ein Bein. Und jetzt müsst ihr ganz vorsichtig euer Fuß, ui, das hat noch nicht geklappt, euer Fuß in die Diabolos reinstecken und den Fuß strecken. Da müsst ihr jetzt ganz gut euer Gleichgewicht halten. Und vielleicht schafft ihr es ja sogar, den Fuß auf den Boden zu stellen. Dann kippt ihr nicht so leicht um, aber ist auch nicht so einfach. Um jetzt wieder rauszugehen, ganz vorsichtig wieder zurück. Und ja, das war es eigentlich schon. Die zweite Methode, die ich euch gerne zeigen möchte, dafür müsst ihr erstmal das Trapez können. Das Trapez zeige ich in einem anderen 2 Diablo Tutorial Video von mir. Also, ihr geht ins Trapez, streckt dann den Fuß rüber und jetzt geht ihr so in die 2 Diabolos. Wenn ihr das Trapez macht, dann muss das andere Diabolo schon übers Bein drüber fliegen. Und das könnt ihr mit dem Schwung machen, wenn ihr so aus dem Trapez rausgeht. Ihr könnt auch theoretisch mit dem Trapez wieder aus diesem Trick herausgehen, aber das ist nicht so einfach. Alles klärchen. Als nächstes zeige ich euch, wie man zwei Diabolos um den Arm spielen kann. Und das sieht folgendermaßen aus. Alles klar. Und zwar geht ihr genau wie mit einem Diabolo in diese Position. Und jetzt müsst ihr nur anfangen, mit einem Diabolo über den Arm zu werfen. Zack. Und immer mit der linken Hand in die Schnur hinein. Ihr könnt auch erstmal probieren, das ist ein bisschen einfacher, nur ein Diabolo rüber zu werfen. Über den Arm und wieder in das normale 2 Diabolo Muster zu gehen und dann langsam versuchen, das öfter hintereinander zu machen. Ihr könnt auch um beide Arme spielen, aber das ist nicht so einfach, aber hey, probiert es doch einfach mal aus. Alles klar, das war um den Arm spielen mit zwei Diabolos.